sich bereit für das schwierige Torpedo-Abwurfsmanöver. Zunächst lernen Sie, von einem Flugzeugträger auszustarten. Es gleicht dem Start auf dem Boden mit dem einzigen Unterschied, dass es weniger Platz zur Beschleunigung gibt. Ich erhöhe die Motorleistung auf Maximum. Ich ziehe die Nase des Flugzeugs nach dem Start nach oben, damit es nicht ins Wasser fällt. Erst dann fahre ich Fahrwerk und Landeklappen ein. Die Startbahn ist frei. Starten Sie. Beschleunigen Sie. Ihr Flugzeug ist nicht mit der Landebahn ausgerichtet. Verwenden Sie das Seitenruder, um es auszurichten. Beschleunigen Sie weiter. Versuchen Sie, horizontal zu fliegen. Gut gemacht. Sie sind wieder in der Luft. Folgen Sie mir. Im Allgemeinen erfolgt der Torpedoabwurf nach einem einheitlichen Schema. Dem Ziel nähern, heruntergehen, zielen und Torpedo abwerfen. Es ist wichtig, immer daran zu denken, dass Torpedos sich in einer geraden Linie bewegen. Je weiter sie vom Ziel entfernt sind, desto größer sind seine Chancen, dem Torpedo auszuweichen. Der optimale Torpedoabwurfbereich ist etwa 1 Kilometer vom Ziel entfernt. Ich zeige Ihnen jetzt, wie das geht. Der Torpedo folgt der gleichen Richtung nach dem Abwurf. Ich ziele mit der Nase meines Flugzeugs direkt auf das Schiff und richte das Flugzeug horizontal aus. Wenn Sie den Torpedo falsch abwerfen, kann er zu tief unter Wasser gehen oder den falschen Kurs nehmen. Jetzt kann ich den Torpedo abwerfen. Sofort nach dem Abwurf ziehe ich hoch. Da, ich habe das Ziel getroffen. Jetzt müssen Sie das Schiff mit einem Torpedo zerstören. Gehen Sie zuerst in Position. Sie müssen auf eine Höhe von 400 Metern oder weniger herabsteigen. Richten Sie das Flugzeug aus. Es muss horizontal oder mit heruntergedrückter Nase fliegen. Auf gar keinen Fall dürfen Sie die Nase hochziehen. Wenn Sie Ihr Ziel auswählen, sehen Sie ein Torpedofadenkreuz. Die vertikale Linie zeigt die Richtung des Torpedos an. Es ist Zeit. Werfen Sie den Torpedo ab. Hervorragend. Das Schiff ist zerstört. Nicht weit von hier gibt es noch ein paar mehr zum Üben. Geschütze auf dem Schiffsdeck sind nicht die einzige Bedrohung. Beim Torpedomanöver sind Torpedobomber eine leichte Beute für feindliche Jäger. Allerdings haben wir eine Möglichkeit zum Gegenangriff. Ändern Sie Ihre Ansicht auf Ihren MG-Schützen. Sie können auf Ihren Schützen vertrauen oder selbst die Kontrolle übernehmen. Drücken Sie den Abzug, um zu feuern. Eines Tages könnte das Ihnen das Leben retten.
gemacht. Sie sind ein echter Schrecken der Meere. Kehren Sie zum Flugplatz zurück. Ich glaube, Sie haben verstanden, dass der Torpedoabwurf ein effizientes, aber riskantes Manöver ist. Seien Sie vorsichtig im Kampf. Viel Glück!